Topfigur lautet das Motto von meinem jetzigen Pilates-Anfängerprogramm und wir beginnen gleich in der Rückenlage. Streck deine Beine aus, atme tief ein. Ausatmen, heb Kopf und Schultern vom Boden ab und zieh die Oberschenkel ran. Einatmen, lang ziehen, ausatmen und hoch. Einatmen, ausatmen, zieh den Bauchnabel nach innen. Einatmen, aus und ein. Letztes Mal, aus und ein. Stell das linke Bein auf und den rechten Fuß drauf. Und dann zieh den Oberschenkel zu dir ran und wieder absenken. Ran. Und absenken, halte die Position hier, greif mit beiden Händen den linken Oberschenkel und dann langsam lösen. Okay, Seite wechseln und hoch und tief und hoch und tief, oben halten, durchgreifen, zieh den Oberschenkel zu dir ran und schieb das linke Knie etwas weg von dir. Und dann langsam lösen. Stell beide Beine auf, roll das Becken ein, press die Lendenwirbelsäule fest, die Matte und umgekehrt das Becken kippen. Ausatmen, der Bauch geht nach innen. Atme durch den geöffneten Mund so aus, als ob du einen Spiegel anhauchen würdest. Und wieder kippen, einatmen, aus, zieh den Bauchnabel fest nach innen, aktiviere so mit deinem Pilates Powerhouse und wieder lösen. Und aus und wieder lösen. Sehr gut. Okay, dann legen wir los. Wir machen in diesem Workout verschiedene kleine Flow-Einheiten. Bring die Handflächen an deinem Hinterkopf, atme ein, ausatmen, zieh den Bauchnabel fest nach innen, Kopf und Schultern vom Boden abheben, Blick geht nach vorne, ganz wichtig. Einatmen, das nächste Mal bringst du die Arme mit nach vorne. Einatmen, wieder nach unten, Hände am Hinterkopf, dann ausatmen, zieh den Bauchnabel fest nach innen, Blick nach vorne. Achte darauf, dass deine Beine wirklich parallel bleiben und hüftbreit geöffnet. Und dann die Arme nach vorne. Und wieder lösen. Wieder nach oben. Einatme nach unten. Nimm die Arme nach vorne. Atme aus. Dann senk die Arme ab. Atme ein, ausatmen. Roll das Becken ein und heb Wirbel für Wirbel. Dein Becken nach oben an das Gewicht zwischen den Schulterblättern, unten oben einatmen und ausatmen, wieder Wirbel für Wirbel nach unten abrollen. Unten einatmen, ausatmen, roll das Becken ein, Wirbel für Wirbel. Stell dir vor, deine Wirbelsäule ist wie eine Perlenkette. Jeder einzelne Wirbel ist eine Perle und du hebst jede Perle ganz bewusst vom Boden ab und legst sie wieder behutsam nach unten auf den Boden. Die Beine bleiben dabei fixiert. Ausatmen, nach oben kommen. Sehr gut. Oben einatmen und ausatmen. Wir kombinieren. Atme ein, streck die Arme nach oben aus. Ausatmen, heb Kopf und Schultern vom Boden ab. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen und nach oben aufrollen. Oben einatmen, ausatmen nach unten und einatmen, ausatmen, nach oben kommen, einatmen und wieder nach unten, einatmen, ausatmen, nach oben kommen. Bleib nun hier, zieh die Fersen etwas näher zu dir ran. Zieh die Schulterblätter von den Ohren weg, atme ein und ausatmen, heb deine rechte Ferse vom Boden ab, einatmen tief, ausatmen die linke Ferse, tief, Achtung, jetzt kommt der rechte Arm, aus und ein, der linke Arm, aus und ein.
Dann die rechte Ferse wieder aus und ein. Linke Ferse aus und ein. Ausatmen, der Arm. Und nach unten. Wechsel. Und nach unten. Achtung, beide Fersen hoch. Aus. Bauchnabel nach innen ziehen. Tief, beide Arme aus. Und wieder tief. Und ausatmen. Fersen heben. Und tief, sehr gut. Ausatmen, die Arme hoch. Einatmen, tief. Ausatmen. Achte darauf, dass dein Becken wirklich ganz ruhig bleibt. Beide Beckenknochen bleiben immer auf einer Höhe. Ausatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Achtung, lass die Arme oben, atme ein. Ausatmen, zieh die Ellbogen nach unten und heb dabei gleichzeitig deine Fersen vom Boden ab. Einatmen, strecken. Aus. Ein. Oh, aus. Ein. Ich glaube, jetzt merkst du dein Po etwas mehr, oder? Einatmen. Und aus. Und press die Schulterblätter fest in den Boden. Aus. Ein. Aus. Ein. Letztes Mal. Aus, ein, ausatmen, einatmen, Knie hoch, ausatmen, Kopf, Schultern vom Boden abheben. Atme ein, ausatmen, streck das linke Bein lang weg von dir. Einatmen, ausatmen, Seite wechseln. Ein, aus, einatmen, ausatmen, lang, einatmen, ausatmen, lang wegstrecken. Einatmen, ausatmen. Letztes Mal. Und abrollen. Einatmen, Achtung, ausatmen. Kopf und Schultern vom Boden heben und die Beine nach oben zur Decke strecken. Einatmen, ausatmen. Wir gehen gleich in den Single Leg Stretch. Ein. Aus, einatmen, abrollen, ausatmen, beide Beine zur Decke, diesmal die Füße flexen, sodass wir noch eine schöne Dehnung hier hinten auf den Beinrückseiten bekommen. Einatmen, ausatmen. Ein, aus, Bauch fest nach innen ziehen, immer an dein Powerhouse denken, ganz wichtig. Nach oben, Füße flexen und wieder tief. Und hoch. Und wechsel. Langes Bein. Abrollen. Einatmen. Ausatmen. Kopf und Schultern vom Boden abheben. Und flex deine Füße. Schieb die Fersen weg. Achtung. Die Beine aufstellen. Und nach oben schwingen. So. Dann machen wir im Sitzen weiter. Setz dich ganz aufrecht hin. Streck die Arme nach vorne aus. Atme tief ein. Mit dem Ausatmen rollst du dich etwas nach hinten ab. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Einatmen. Achtung, jetzt nehmen wir ein Bein mit dazu. Aus. Strecken. Nach oben kommen. Nach hinten. Und das Bein ganz lang wegstecken. Stell dir vor, dein Bein wird doppelt so lang. Und wieder nach oben. Und aus. Langes Bein. Und rund werden. Denk an die Pilates-C-Kurve. Pilates-C-Kurve bedeutet, dass du versuchst, mit deiner Wirbelsäule wirklich einen gleichmäßigen Bogen zu formen. Zieh dabei die Schultern von den Ohren weg. Okay. Einmal mit den Beinen aufgestellt. Dann kommst du nach oben. Dann steckst du das rechte Bein weg und dann das linke. Wieder beide Beine aufgestellt, ausatmen, dann weg, Seite wechseln. Okay, Achtung, jetzt rollen wir uns nach rechts ab und gehen tief, tief, federn, federn. Federn,
Federn. Versuch trotzdem, möglichst gleichmäßig sitzen bleiben. Du drehst den Oberkörper etwas, rollst dich hier nach hinten ab, aber du hebst nicht hier ab, sondern du verankerst deine Pobacken, okay? Und Federn, 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 Federn. Wechsel. Ein und Federn, 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 hoch. Eins, zwei, drei, hoch. Eins, zwei, drei, hoch. Strecken, einatmen, ausatmen, nach vorne, über einen großen Ball abrollen. Dann einatmen, die Ellbogen nach hinten ziehen. Ausatmen. Und einatmen. Und aus. Und ein. Nochmal aus. Und einatmen. Okay, schwing die Beine nach hinten. Und dann setz dich zunächst auf deine Fersen. Atme ein, ausatmen. Die Arme gehen nach oben. Und einatmen nach vorne und wieder zurück in Richtung Fersen. Also du hebst die Arme nach oben an, dann schiebst du dich nach vorne, die Hände ein bisschen weiter weg von dir, schieb dein Becken nach vorne, beug die Arme ganz leicht, die Ellbogen, ganz wichtig, sollten ganz eng am Körper sein. Achte darauf, dass du hier nicht durchhängst, sondern die Bauchspannung hältst, das Becken leicht eingerollt ist, sodass wirklich die Lendenwirbelsäule lang bleibt. Dann geh wieder zurück in Richtung Fersen. Atme aus. Einatmen. Ausatmen. Schultern tief halten. Und ein. Ellbogen eng am Körper, sehr gut. Wieder zurück und nach vorne und hoch und wieder nach vorne. Erst zurück in Richtung Fersen lang ziehen, dann die Arme heben und wieder tief. Letzte Runde. Und hoch und wir bleiben jetzt hier im Vierfüßler. Diesmal die Hände genau unterhalb von den Schultergelenken platzieren. Die Knie befinden sich unter den Hüftgelenken. Dann beginnst du in den Katzenbuckel einzurollen, atmest dabei aus. Einatmen, wieder strecken. Ausatmen, zurückziehen. Einatmen, aus, ein und aus, ein und aus und wieder lösen. Stell jetzt deine Zehen auf, atme ein, ausatmen, heb die Knie vom Boden ab und wieder nach unten, aus, Knie hoch und tief. Wir kombinieren, indem wir im Wechsel einen Arm und ein Bein lösen. Zurück und lösen und zurück. Dann die Knie hoch, aus, ein, ausatmen, strecken. Achte darauf, dass beide Sitzknochen hier in eine Linie bleiben und auch beide Beckenknochen in eine Linie. Dann wieder zurück und Seite wechseln, nicht durchhängen, sondern auch hier wieder die Spannung halten und wieder zurück, aus, ein, ausatmen, der Kopf bleibt in Verlängerung, ein, aus. Zieh die Schultern von den Ohren weg und wieder die Knie vom Boden abheben. Eine letzte Runde, Kopf in Verlängerung halten, aus und ein und aus
Knie hoch. Achtung, bleiben wir hier und wandern nun mit den Händen nach hinten zu den Füßen und kommen nach oben zum Stehen. Okay, dann öffne die Beine zu einer Grätsche, die Füße zeigen nach außen und dann beugst du die Beine, atmest dabei aus und einatmen, ausatmen, einatmen, Achtung, ausatmen, Wirbel für Wirbel zur Seite neigen, einatmen zur Mitte, ausatmen und tief ein und aus. Bleiben wir kurz hier, nochmal ganz bewusst den Körper ausrichten, das heißt, achte darauf, dass wirklich beide Beckenknochen wieder gerade nach vorne zeigen, wie zwei Scheinwerfer. Die Sitzknochen fallen senkrecht nach unten Richtung Boden. Dein Becken ist mittig platziert. Okay, und dann kannst du wieder losgehen. Atme aus, beugen, die Knie nach hinten schieben, Scheitelpunkt nach oben zur Decke und einatmen, strecken, ausatmen, zur Seite neigen, Bauch zieht nach innen. Einatmen, Seite wechseln, aus, ein. Achtung, wir verändern etwas. Atme aus und jetzt löst du die linke Ferse und streckst den Arm, streckst beide Arme hier schräg nach oben aus. Einatmen und aus und strecken, Ferse hoch und ein und aus. Und ein und aus und ein und aus, einatmen und aus, ein und aus, ein, aus, noch eine Runde und ein und aus und ein und ausatmen. Sehr gut. Dann bleib hier und roll Wirbel für Wirbel nach unten ab. Achte darauf, dass die Schultern von den Ohren wegschieben, ganz sanft, nicht verkrampfen. Einatmen, Beine beugen, ausatmen, die Arme kommen nach vorne, der Rücken bleibt ganz gerade. Dann einatmen, strecken. Wieder nach unten, ausatmen, Wirbel für Wirbel nach unten abrollen. Einatmen, beug deine Beine, Rücken gerade halten, ausatmen, hol die Arme hier von der Seite nach vorne, zieh die Schultern von den Ohren weg und einatmen, wieder strecken und aufrichten, lang werden. Ausatmen nach unten, sehr gut, abrollen. Einatmen, beugen. Arme nach vorne und wieder strecken, noch zweimal und aus, beugen ein, Arme nach vorne aus und wieder hoch, letztes Mal aus und ein, Rücken gerade halten, nach vorne und strecken. Okay, dann bring die Füße zusammen. Kurz einmal alles durchschütteln. Und dann verabschiede ich mich von meinem Pilates-Topfigur-Programm. Bis zum nächsten Mal.